Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 28. Februar 2020. Heute hört ihr die Geek Talk Daily 794 mit den folgenden Themen: Facebook F8, YouTube Music, 8 Jahre Raspi, Sir John Tenniel, wie man es aber ausspricht, Wear OS und Squid. Ich beginne gleich mit Facebook F8. Ich hätte das Ganze natürlich auch Coronavirus machen können, also das Themengebiet, aber ja, Clickbait machen ja andere schon genügend. Microsoft hat nach Sony, Unity, Epic Games und Facebook den Event vom Games Developer Conference, also die Game Developer Conference Teilnahme abgesagt aus Angst rund um den Coronavirus, und somit wird wahrscheinlich das ganze Event nächstens wie die MWC auch seine Tore schließen, könnte ich mir vorstellen. Stattfinden sollte das Ganze zwischen dem 16. und dem 20. März. Wir dürfen gespannt sein. Gleichzeitig hat auch Facebook, und deshalb komme ich jetzt auf die F8 zu sprechen, bekannt gegeben, dass seine Entwicklermesse, die Facebook F8, die vom 5. bis zum 6. Mai in San Jose stattfinden sollte, nicht stattfinden wird. Facebook will ein paar lokale Events machen mit Livestreams etc. Also da geht man schon sehr weit hinaus und sagt die aktive Geschichte ab. Da haben natürlich jetzt aktuell auch andere Sorge darum, zum Beispiel auf dem drwindows.de Blog hat man Sorge um die Microsoft Build, welche vorher noch stattfinden will, oder besser gesagt knapp nachher am 19. Mai. Und das nächste, was da in der Richtung natürlich ansteht, ist die Google I.O. Wir dürfen gespannt sein, wie lange dieses unschöne Virus uns noch im Griff hat. Also uns, die Technikbranche, meine ich damit. YouTube Music informiert ab sofort über Neuerscheinungen. Das tun sie über Push-Notifications und über die schon länger bekannten Playlists wie MindMix etc., wo sie euch Dinge, also Musikstücke reinspielen, die neu sind und euch interessieren können. Kleine, aber praktische Neuigkeit. Dann dürfen wir in 2 Tagen, besser gesagt morgen, 8 Jahre Raspberry Pi feiern. Und zu dieser Feier hat der Entwickler dahinter, also der Hersteller, seinen Raspberry Pi 4 in der Version von 2 GB. Den gibt es ja als 1, 2 und 4 GB Version. Wie gesagt, die 2 GB Version hat man von 45 dauerhaft auf 35 US-Dollar gesenkt und somit einen tollen Einstieg in die neueste Welt des Raspberry Pi gebracht. Da gibt es ja auch USB-C-Unterstützung etc. Also sehr, sehr praktische Geschichte, der kleine. Und leider die anderen, zum Beispiel das 4 GB Modell, bleiben im Preis bestehen. Er ist, glaube ich, knapp um die 55 US-Dollar rundherum. Dann haben wir das heutige Google Doodle, ist gewidmet dem Sir John Tenniel, oder wie man ihn eben ausspricht. Wer ihn nicht kennt, der hat insgesamt 2300 Werke geschaffen. Eines davon, das bekannteste, kennt sicherlich die meisten unter euch: Alice im Wunderland. Und genau das ist eben dann auch das Google Doodle. Geht doch mal auf Google nachschauen. Dann kam im letzten 1-2 Tagen ganz viele Artikel raus, dass anscheinend Oppo mit seiner Smartwatch, ich habe ja schon mal berichtet, auf Wear OS setzen will. Das hat man anscheinend aus diversen Screenshots rausgesehen, wo die das da gesehen haben. Das wundert mich. Aber wir dürfen gespannt sein. Nächste Woche wird das Ganze ja wahrscheinlich gelüftet. Zu guter Letzt habe ich noch eine News-Geschichte im Sinne von einem News-Lieferanten. Die Squid-App ist eine praktische App, wo man sich quasi wie über einen RSS-Reader einfach seine News zusammenstellen kann aus diversen Quellen, diversen Topics etc. Und die ist jetzt offizieller Lieferant von Huawei geworden.
da im Browser drin und auch über die Suche bekommt man jetzt direkt News reingespielt, die aus eben der Squid-App kommen oder von den Squid-Lieferanten. Wir dürfen stolz sein und da auch mit dabei sein, denn wir oder unsere Blogs gehen auch in der Squid-App auf und somit könnte der ein oder andere Huawei-Nutzer vielleicht bald schon Newsartikel aus dem Poughkeepsie Network Universum mitbekommen. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören diese Woche. Die ist ja schon wieder rum. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Freitag. Und wenn ihr frei habt, genießt das Wochenende. Ansonsten natürlich auch, wenn ihr arbeiten dürft. Euer Poughkeepsie. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.